Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hot Lap im Ferrari 488 Evo. Felix Ruppert hier heute wieder, unser Fahrer auf dem Hungaroring. Und jetzt gucken wir mal, was er hier mit dem Ferrari so anstellen kann. Bremst jetzt hier außen sehr, sehr spät. Bremspunkt passt aber perfekt. Auto zieht sich nach dem Bremsvorgang richtig schön in die Kurve, haben wir gesehen. Sehr, sehr starker Grip. Geht jetzt hier weiter raus, bremst jetzt hier außen schön an, nicht zu früh in die Kurve reinfahren, das sieht man jetzt hier schön, hat er auch sehr schön gemacht, Traktionskontrolle, arbeitet ein bisschen, aber nicht viel, hat hier wunderbar die Traktion auf den Boden bekommen, normalerweise wird das Heck hier ja auch mal ganz gerne ein bisschen nervöser, jetzt hier schön einmal anbremsen, hart über den Curb, auch das hier scheint das Auto sehr gut zu vertragen und jetzt holt man hier schön von außen aus, versucht hier einen hohen Mid-Corner-Speed mitzunehmen. Gleichzeitig aber auch früh ans Gas zu kommen, um jetzt hier einfach den Sprung mit rauszunehmen. Jetzt hier über den Curb, das, ja, genau, sehe ich auch nicht so als Stärke des Ferraris, aber das hat er hier auch sehr gut geschafft. Wirft das Auto jetzt hier so ein bisschen in die Kurve, hat das Auto aber dadurch auch sehr gut rotieren lassen können. Also das muss nicht immer unbedingt ein Nachteil sein. Das hat er hier ganz gut noch ausgenutzt, den kleinen Fehler, um hier nicht allzu viel zu verlieren. Jetzt hier auch nochmal die Strecken weiter ausnutzen und jetzt geht's hier in die letzten Kurven des letzten Sektors. Hier ja, ein bisschen den Curb mitgenommen. Man sieht es, dadurch kriegt das Auto ein bisschen Traktionsprobleme dann am Ausgang. Jetzt hier muss man wirklich warten. Wenn man hier zu früh ans Gas geht, genau, dann kommt man hier so ein bisschen in Probleme. Also da muss man wirklich dann aufpassen, dass man nicht zu ja, ungeduldig am Gas ist. Und jetzt geht er ins Gas und ihr seht, er geht ans Gas und das Auto zieht sich noch rein. Normalerweise ist ja auch oft, dass das Auto dann ein bisschen versucht rauszuschieben. Aber das Auto zieht sich dann wunderbar in die Kurve. Das sah richtig, richtig gut aus. Und das sieht man jetzt auch an der Zeit. 1:42,4 ist eine richtig starke Zeit. Und ich würde sagen, die Runde gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam von außen an. Ja, und damit geht's jetzt hier nochmal auf die Runde. Wir schauen uns das jetzt nochmal an, wie das Ganze von außen aussieht. Das hilft definitiv immer so ein bisschen zu verstehen, wie man das Auto positioniert. Und ja, wie man die Kurven richtig anfährt. Passt schon echt gut. Also Bremspunkt Turn 1 war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Jetzt hier schön rausbeschleunigen. Jetzt, das ist genau ganz wichtig. Jetzt sieht man auch erst, dass man hier hinten irgendwo erst in den Curb trifft, beziehungsweise diese Beton-Apex. Und auch hier, das Auto schaukelt ein bisschen, aber hat gar keine Probleme, hier durch den Rechtsknick durchzukommen. Jetzt geht es hier einmal über diesen ganz hohen Curb, über diesen Teller. Aber auch das hier, ja, den schluckt das Auto sehr, sehr gut. Wir sehen jetzt hier, wie viel Speed er hier mit durch die Kurve genommen hat. Auch hier wie früher dann ans Gas kommt, ohne dass die Hinterachse anfängt, irgendwelche Probleme zu machen oder auszubrechen. Jetzt hier noch einmal hart über den Curb. Hier springt er ein bisschen, aber das ist eigentlich so typisch, dass die Autos da springen. Jetzt kommt hier der kleine Fehler, den er aber dann sehr, sehr gut wieder in seine Linie einbaut. Und ich schätze mal, dadurch eigentlich kaum Zeit verloren hat. Jetzt hier noch mal durch den Linksbogen, eher jetzt hier außen anbremst. Auch hier das Auto sehr stabil gehalten. Auch das ist hier nicht immer so einfach, dann das Auto so stabil zu halten. Oder die Autos fangen da gerne mal an, ein bisschen mit der Hinterachse rauszutänzeln. Das ist extrem wichtig, dass ihr dort, wenn ihr da noch mal ein bisschen bremst, dann nicht zu spät bremst und dann schon anfangt einzulenken. Da müsst ihr ja so ein bisschen eure Aero-Balance im Auto dann im Blick behalten, dass das alles gut funktioniert. Jetzt geht es hier durch die letzte Kurve, hält sich jetzt hier schön innen. Auch hier hält er sich lange zurück, dass er nicht zu früh ans Gas geht, sonst wird man hier außen schnell mal ungültig. Oder verliert er einfach ein bisschen Zeit. Und dann bleibt die Uhr bei einer 1:42,4 hier stehen. Sehr, sehr starke Runde. Wenn ihr Bock habt auf das Setup und das mal ausprobieren wollt, dann guckt hier gerne in die Beschreibung. Dort ist alles verlinkt. Da könnt ihr euch die Setups besorgen und dann ja, versuchen, eure Rekorde hier auf dem Hungaroring zu smashen. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung. Lasst gerne ein Däumchen da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.